Zeit, finde ich schon ein bisschen lächerlich. Also muss ich wirklich sagen, finde ich lächerlich. Dann braucht man auch keine Regeln zu machen, dann braucht man keine Upload-Zeiten zu machen, dann soll man sagen, bis zu dem Termin müssen alle Parts hochgeladen sein, gut ist. Und das finde ich ehrlich gesagt lächerlich, weil zum Beispiel es gibt so Leute, und da bilden, seine eigenen Erfahrungen sammeln und daraus dann Schlüsse ziehen. Nur für mich ist das einfach gar nichts. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ein kleines Informationsvideo. Genau. Es geht darum, wir haben ja so gesehen die Speed-Level-Challenge hinter uns gelassen. Und war nicht so mein Fall. Und meine Bedenken haben sich bestätigt, meine Lust auf Pokémon ist stark gefallen. Bis zum heutigen Tage. Denn ich muss das dringend leiser stellen. Denn ich mache bei einem neuen Pokémon-Projekt mit. Ich wurde vom lieben Rose gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei einem Pokémon-Projekt Staffel 2 mitzumachen. Dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Ist was Neues, und wer mich kennt und auch die Speed-Level-Challenge und die sonstigen Challenges gesehen hat, ich bin bei sowas zumindest mal offen für Neues. Und ich wollte jetzt unbedingt mal testen. Und ja, ich möchte noch mal ganz kurz was dazu Speed-Level-Challenge sagen. Weil, das sind jetzt, glaube ich, so ziemlich dieselben Leute, die da wieder mitmachen. Wir sind zwar nur zu viert, aber ich glaube, wir waren alle bei der Speed-Level-Challenge, bin ich mir aber auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ja, mir ist die Lust ziemlich auf Pokémon vergangen, wegen diesem Competitive-Charakter und diesem, hey, ich muss das schaffen und das schaffen und brauche 25 Minuten und muss so schnell wie möglich durch die Städte rennen und wusch, ja. Und genau das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, zu sagen, ne, sehe ich nicht ein. Macht mir keinen Spaß. Dann kamen noch andere Faktoren hinzu, die lasse ich jetzt mal außen vor, die sind für dieses Video nicht so wichtig. Und ja, wenn man jetzt sagen möchte, du bist aber rausgegangen, weil du ansonsten verloren hättest, ja, erster wäre ich nicht geworden, das ist Fakt. Aber da gab es ja diese verschiedenen Level-Klassen, sag ich jetzt mal, also die mit den höheren Leveln und die mit den niedrigeren Leveln. Und ich sag mal so, ich wollte auch nie gewinnen. Das war nicht mein Ziel. Aber in dieser niedrigeren Preisklasse wäre ich weit oben gewesen. Und das weiß ich einfach, weil ich meine Fähigkeit doch nicht ganz unterschätzen möchte. Und ja, von daher also, und das wäre ein Ziel gewesen, dass damit hätte ich mich schon sehr erfreut. Aber mir ging es ja nicht darum zu gewinnen, sondern bei dem ganzen Spaß zu haben. Und das war am Ende wirklich gleich null vom Ohr. Ich habe jetzt mir noch mal einiges angeguckt. Ich war einfach bei der Hälfte dieser Parts krank gewesen. Ich habe mich krank hingesetzt, weil ich Zeitdruck hatte und musste diese ganze Kacke krank aufnehmen. Und ich finde, das soll nicht der Sinn und Zweck von einem Pokémon-Projekt sein. Und deshalb, und ja, man hört jetzt eventuell meine Maus, aber das ist mir jetzt gerade mal ganz wurscht, habe ich bei diesem neuen Projekt mitgemacht. Das nennt sich Four Swords Duel. Und ja, was passiert da? Es gibt vier Teams. Und in diesen vier Teams, die vertreten jeweils, so gesehen, eins dieser vier Pokémon. Das gibt Skobalium, Terrakium, Viridium und Keldeo. Ich bin übrigens jetzt bei Terrakium gelandet, was ich ganz nice finde. Und ja, man spielt so gesehen eine ja, Edition durch. Man spielt eine Edition durch. Und ja, nach jedem zweiten, also in dem Fall haben wir uns für die, also wurde die Edition Soul Silver beschlossen. Hätte ich mich auch sogar dafür entschieden, weil die wollte ich unbedingt mal wieder spielen. Und genau, diese Edition wird als Nuzlocke durchgespielt mit randomized Pokémon und modifizierten Arena-Leitern. Und nach jedem zweiten Orden trittst du mit einem Team gegen einen anderen Teilnehmer von diesen drei Gegner in dem Fall an.
Und genau, am Ende nochmal nach dem Champ spielst du nochmal gegen die anderen und so. Und da kriegst du halt Punkte, wenn du gewinnst oder wenn du verlierst, musst du, glaube ich, Pokémon abgeben. So war das so ungefähr. Regelwerk würde ich eigentlich das Voraussichtliche. Das ist der heutige Stand. Die Regeln könnten noch bis zum Wochenende abgeändert werden. Ich glaube nicht, dass da noch viel passiert, aber die könnten noch bis zum Wochenende abgeändert werden. Den voraussichtlichen Stand schicke ich euch jetzt dann in die Videobeschreibung und ihr könnt ja dann einfach ergänzen. Ich werde dann einfach ergänzen bzw. aktualisieren, falls ich da noch mal was ändern sollte. Das steht dann unten in der Videobeschreibung auch der Stand. Genau. Was hat mich dazu entschlossen, dieses Projekt mitzumachen? Ganz einfach, faktisch einfach. Ich muss mich nicht stressen. Ich könnte mir bis zum zweiten Orden so viel Zeit lassen, wie ich möchte. Ich könnte 5 Stunden brauchen, ich könnte 10 Stunden brauchen, ich könnte 20 Stunden brauchen, es ist scheißegal, ich habe meine Zeit. Und das ist gut so. Denn, ja, ich bin nicht der, der gerne durchhetzt. Ich lasse mir Zeit, ich lasse das Spiel auf mich wirken, ich spiele gerne, ich überlege mal, ich mache mal eine Pause. Ich finde das eigentlich alles ganz nett, wenn ich das so machen kann. Und genau, das fördert halt das Ganze. Und ich finde es auch einfach schön, wenn ich dann mir keinen Stress machen muss. Genau. Was gibt's noch zu guter Champ, was man noch vielleicht dazu sagen kann? Das ist der Gewinner der ersten Staffel. Und das finde ich auch ganz nice, weil so hat es als. Also wir haben wirklich einiges modifiziert. Die Trainer haben bessere Pokémon, die Arenaleiter, meine ich natürlich, die Trainer haben, glaube ich, gerandomized Pokémon. Die Arenaleiter haben bessere Pokémon, eine größere Auswahl. Und was man auch, glaube ich, schon sagen kann, unser Top 4, der Kampf-Pokémon hat jetzt auch Gesteins-Pokémon, weil ansonsten zweimal Kampf vertreten wäre. Finde ich auch auf jeden Fall sinnvoll. Kann ich so zusprechen. Und ja, ansonsten, es ist ein schönes Projekt einfach. Ich kann mir das gut vorstellen, es macht bestimmt eine Menge Spaß. Vor allem auch, es ist nicht der, der gewinnt, der am meisten Strategie verfolgt hat, sondern es ist auch einfach dieser Glücksfaktor dabei. Welche Pokémon bekomme ich? Wer stirbt? Wer nicht? Welche Attacke wird von der KI? Doch von der KI eingesetzt. Ich habe gerade überlegen müssen, ist KI das richtige Wort? Ja, ist es. Genau. Und was halt auch dazu kommt, ich habe nicht wirklich, also ich muss mein Playthrough uploaden, das ist logisch. Ich möchte euch ja auch einen Content bieten, ne? Es wird kein Augenmerk auf Qualität gelegt. Ich will trotzdem versuchen, das Ganze zu kommentieren. Vielleicht wird mal zwischendurch eine kleine gespeedete Pause sein, wo ich dann eine Webspause gemacht habe, wo ein bisschen Musik unterlegt wird, aber hauptsächlich versuche ich das zu kommentieren. Genau. Die Replays der Showdown-Kämpfe müssen bla bla bla. Genau, dann die Playthroughs werden alle 3 Wochen am Samstag veröffentlicht. Das ist auch schön. Die Kämpfe auf Showdown sind beliebig dazwischen hochzuladen. Das Schöne ist, ich habe 3 Wochen theoretisch Zeit, um was aufzunehmen, wenn ich da mal eine Woche krank bin. Ich werde es nämlich versuchen, immer frühzeitig aufzunehmen, damit ich dann, wenn ich krank werde, das nicht dann noch, jetzt habe ich Stress, sondern ich werde es dann versuchen, frühzeitig aufzunehmen. Wenn ich frühzeitig krank bin, habe ich noch die Zeit, mich zu erholen und es in einer gesunden Phase aufzunehmen. Beziehungsweise, ich kann auch einen Livestream machen. Ich muss ihn, so wie es hier steht, nicht samstags veranstalten. Da werde ich mich aber mal absprechen, wann ich den dann hochladen soll, weil ich muss auch ein bisschen gucken im Studium und so. Aber an sich denke ich, wird das eine ganz nette Sache auf jeden Fall. Und ich werde das, denke ich, auch schon veröffentlichen, pünktlich auch. Das ist ja sowas, das mache ich eigentlich immer gerne, pünktlich Sachen machen. Genau. Ja, dann gibt es ja halt so Sachen wie zum Beispiel, ist es nicht gestattet, seinen Livestream bzw. die Folgen der anderen zu schauen, bevor man seinen Part veröffentlicht hat. Da steht dann bitte fair bleiben. Und das, die allererste Regel ist auch, spielt bitte fair und seid ehrlich. Das ist halt einfach sowas. Das, sag ich mal so, mit 8 Leuten würde das nicht funktionieren. Mit 4 hingegen schon. Jeder von uns weiß, wenn wir daran teilnehmen, wir wollen den Spielspaß haben.
Wir wollen fair sein. Wir wollen es hinkriegen, das beste Potenzial aus dieser Challenge herauszuholen. Und das kann man halt einfach nur dann, wenn man auch fair und ehrlich ist und diese Regeln befolgt. Und wenn da halt steht, man darf die Parts nicht vorher gucken, dann darf man sie halt nicht vorher gucken. Genau. Da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich das vielleicht auch einfach dann partweise hochlade oder streame. Das weiß ich noch nicht genau. Da muss ich einfach mal gucken. Cuts sind erlaubt, solange keine Spielfortschritt, bla bla bla. Genau so. Ja, bla bla bla. Das ist dann alles eher so mit EVs, DVs. Genau, dann, das hier finde ich noch ein wichtiger Punkt, den soll ich auf jeden Fall ansprechen. Wir haben ein paar Clauses. Fluchtwert steigern sowie senken ist verboten. Ein Pokémon darf nur schlafen vom Gegner bei Competitive. K.O.-Attacken dürfen nicht benutzt werden bei Competitive. Gefühlswippel ist verboten. Die Attacke Angeberei ist verboten. Dann gibt es noch ein paar besondere Attacken, die verboten sind. Da gibt es sogar eine extra Liste. Komplett gebannt, also in-game sowie im Competitive. Sind die Boost-Attacken Drachentanz, Gedankengut, Protzer, Schwertanz, Ränkeschmied, Kosmikkraft, Fluch, Hausbruch und Toxin. Toxin ist jetzt keine Boost-Attacke, aber das ist so eine Attacke, die wurde auch rausgenommen. Ich glaube, wegen, dass man nicht die Pokémon wegen Toxin da ausdauert. Ich glaube, das heißt ausdauert. Ich habe schon ewig kein Competitive mehr gespielt. Erlaubt ist Staffette, solange Pokémon ohne Statussteigerung getauscht werden. Und dann von Showdown, also vom Competitive selbst, dann später gebannt bei den Kämpfen gegeneinander. Das Lichtschild und Reflektor verboten. Ist Morgengrauen, Genesung, Mondschein, Ruheort, Synthese, halbe Fehltage, Dieb und Wunschtraum verboten. Also die ganzen Heilattacken. Genau. Das solltet ihr auf jeden Fall euch anhören, wenn ihr wissen wollt, welche Attacken verboten sind, weil dazu packe ich, glaube ich, nichts in die Videobeschreibung. Dann sämtliche Items, die man zu einer Entwicklung benötigt, dürften sicher cheatet werden. Jedoch, Pokémon, die einen Evolutionsstein brauchen, dürfen auf Level 30 entwickelt werden. Also zum Beispiel Evoli zu Flamara oder Elfen gibt es da noch nicht. Was haben wir noch? Was braucht noch einen Stein? Sonnenkern zu Sonnenflora zum Beispiel, sowas. Pokémon, die mit sonstigen Items sich entwickeln, dürfen erst auf Level 36 entwickelt werden. Und für Tauschentwicklung gibt es hier einen Link, den werde ich euch nicht auf jeden Fall reinpacken. Stehen dann drin, wann die sich entwickeln in dieser Modifikation. Zum Beispiel dann, genau, statt... tut mir leid. Quapuzzi zu... nicht Quappo, sondern dem Grünviech, bra. Ist ja Tausch und Kingstein, das ist dann einfach nur Level auf mit Kingstein. Kadabra zu Simsala, Level 37 und so weiter und so fort. Da ist zum Beispiel eine krasse Abänderung. Hier entwickelt sich Lamus zu nicht Lashoking, sondern zu, nicht Lamus, ja, so fängt's an. Flagmon entwickelt sich zu Lashoking, wenn, nicht mit tauschend Kingstein, sondern mit einem Wasserstein. Genau. Ja, und so weiter und so fort. Das ist halt alles dann so geregelt. Gengar-Entwicklung, halt alles, ja. Only change of bla bla bla. Ach ja, genau. Und dann, wenn man Pokémon. Na, ich glaube, die Movesets sind nicht verändert, also ist das egal, weil bei veränderten Movesets gäbe es da auch nochmal andere Regelungen. Genau, da braucht man also eigentlich nichts. Gut. Gut, haben wir das auch geklärt. So, Ziel des Projektes. Das ist nochmal vielleicht wichtig hervorzuheben. Das Projekt gewinnt der Teilnehmer mit den meisten Punkten. Dabei gilt folgendes: Die Kämpfe nach dem 2., 4., 6. und 8. Orden geben bei einem Sieg 1 Punkt. Die Kämpfe nach dem Champ geben jeweils bei einem Sieg 2 Punkte. Bei einem Unentschieden bekommen beide keine Punkte.
So. Siege bringen allerdings auch andere Vorteile. Wenn man einen Kampf auf Showdown gewinnt, darf man zwei Pokémon des Verlierers töten. Da steht nicht, muss man. Ich hoffe einfach mal. Vielleicht geht man... Ich weiß auch nicht. Also da muss man sich echt überlegen, ob man da irgendeinen Nutzen vollzieht, wenn man zwei Pokémon töten darf. Wenn der Verlierer nur noch ein Pokémon hat, darf von ihm kein Pokémon mehr getötet werden. Der Sieger vom zweiten Kampf nach dem vierten Orden und dem vierten Kampf nach dem achten Orden erhält einen Beleber. Mit diesem darf er ein Pokémon seiner Wahl wiederbeleben. Folgende Regeln sind benutzbar, ziehen jedoch Strafpunkte. Also man kann auch Strafpunkte erhalten und dann aber Sachen machen, die eigentlich nicht erlaubt wären. Das wäre zum Beispiel, wenn der Spieler K.O. geht, hat man nicht automatisch verloren. Es zählen zwar alle Pokémon als gestorben, man kann jedoch Pokémon aus der Box nutzen. Das kostet dann aber zwei Strafpunkte und so weiter. Die Regeln stehen auch alle, denke ich, dann in der Videobeschreibung. Und dann ist halt einfach zum Beispiel so, später ist es dann so, bei einem Strafpunkt haben alle Pokémon im Finalkampf ein Level weniger, bei zwei zwei Level, bei drei drei Level. Bei vier Strafpunkten ist es dann so, da dürfen keine Items getragen werden im Finalkampf. Das ist nochmal ein bisschen krasser. Und dann bei fünf, vier Level weniger und so weiter. Genau. Ansonsten gibt es auch eine Regel, die man beachten muss, aber das ist ja eigentlich dann für mich nur relevant, dass man, wenn man in Teak City ist, erst nach Westen muss und dann nach Osten und auch erst nach der Arena. Genau. Naslok-Regeln brauche ich jetzt nicht vorlesen. Dann gibt es Levelgrenzen von den Arena-Leitern, die muss man sich halten. Erster Orden 13, zweiter Orden 17, dritter Orden 20, vierter Orden 24, fünfter Orden 31, sechster Orden 34, siebter Orden 37, achter Orden 42 und beim Champ hat sich, glaube ich, auf 60 hochgestuft. Das steht hier noch nicht richtig. Randomized Clause, bla bla bla. Ah, hier steht sogar, was alles gerandomized wird. Folgende Dinge werden in der Randomizer-Tool aktiviert. Wilde Pokémon werden auf gleicher Stärke zufällig generiert. Unmögliche Entwicklungen werden geändert. Und die Starter werden durch Starter aus Höhen ersetzt. Genau, wir starten nämlich mit Höhenstartern. Das ist auch ganz nice. Ich möchte jetzt eigentlich nicht zu viel spoilern, aber wir starten auf jeden Fall mit Höhenstartern. Und das finde ich echt nice, weil, ja, die Johto-Starter finde ich jetzt nicht so prall und mit den Höhenstartern, finde ich, hätte man auch nochmal so ein anderes Feeling. Vor allem auch mit Höhenstartern durch Johto, warum mal nicht? Auf jeden Fall eigentlich, finde ich. Dann pro Kampf dürfen drei Heilandems verwendet werden. X-Items dürfen nicht benutzt werden. Geschenkte Pokémon gelten als zusätzliche Pokémon, werden aber nicht gerandomized. Ingame-Tausche dürfen nicht durchgeführt werden. Legendäre Pokémon dürfen gefangen, aber nicht benutzt werden. Ach ja, wo ihn genau dürfte theoretisch immer gefangen werden, aber wenn es nicht der Encounter ist, muss es freigelassen werden. Gut. Das war's soweit zum Fierce Swords Duell. Ich habe jetzt schon eine Viertelstunde gelabert über Müll. Nicht über Müll, aber halt über das, was ihr euch auch nachlesen könnt. Nur es gibt ja auch die sich das gerne lieber anhören. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt in den Hintergrund packe. Muss ich mal gucken. Vielleicht irgendein Speed-Level-Video. Das wäre ganz witzig. Und genau, ansonsten werden wir uns dann bald sehen. Das erste Video dürfte in gar nicht so allzu langer Zeit kommen. Und bei Fragen dürft ihr mich gerne kontaktieren. Und ja, würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal und bis dann. Tschüss!